So, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Diablo 3 Reaper of Souls immer noch mit unserem Dämonenjäger in der Hardcore-Season und wir sind gerade dabei, die Mission Begleiter abzuschließen. Das letzte Mal sind uns leider zum Ende hin die Portalsteine ausgegangen. Die haben wir kurz nachgefarmt und ich würde jetzt hier ja gleich rein ja aufwerten. Keine Zeit verlieren und hier die letzten Level auf jeden Fall auf unserem Begleiter hochziehen. Ich denke, also wir haben ja das letzte Mal ja ausgerechnet, dass wir 25 Level brauchen, das heißt 5 Steine, a 5 Level. Und ja, wir waren schon ziemlich gut fortgeschritten, auch in der Folge. Darum haben wir ja so ein bisschen einen Cliffhanger gemacht. Ich hatte zwar gehofft, wir schaffen das in 3 Folgen, hier den Begleiter soweit ready zu machen. Aber okay, jetzt haben wir noch eine Folge mehr, noch ein bisschen mehr Content. Hoffe, es gefällt. Und nebenbei versuchen wir ja immer noch hier unsere archaischen Items zu farmen. Wir brauchen wahrscheinlich mindestens noch eines. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, bei höheren Stufen fallen ja mehr Items, dann ist theoretisch die theoretische Chance, dass eins Drop höher ist, aber im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, die Drop-Chance immer die gleiche. Ne? So, hier ist nichts sonst versteckt. Da ist er geplatzt vor unseren Augen. So, sie lebt, das heißt, wir können hier spawnen lassen. Ja, man merkt schon, dass sie Tanker ist. Sie ist jetzt nicht unsterblich. Ich glaube, dafür, wenn man das wirklich möchte, dass sie unsterblich ist, sollte man das sein Setup ein bisschen anpassen. Ich wollte einfach mal ja ein neues oder ein Setup verwenden für den Begleiter, den ich selten oder nicht oft verwende. Auch die Mage verwende ich eher selten als Begleiter. Ganz klar ist zu sagen, der Templar ist bei den meisten Target Number One. Danach kommt, glaube ich, der Schuft. Und eher als letztes nimmt man hier die Mage als Begleiter. Und ja, aus diesen Gründen habe ich mich eigentlich für die Mage entschieden und ich wollte sie jetzt nicht normal spielen, wie man normalerweise die Begleiter spielt, sondern ein bisschen auch so an uns angelehnt, ein bisschen leveln, also die legendären Items, also legendären Edelsteine, ein bisschen mehr auf Defense gehen, damit man, da sie ja nicht unsterblich ist, ein bisschen quasi das countert und sie ein bisschen tankier macht, was ja, muss man ehrlich auch sagen, nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Entweder man baut dann um und macht sie halt unsterblich. Dann ist das auch okay. Aber dann ist man halt wieder bei dem Standard-Trott, was man immer hat. Und das wollte ich ein bisschen in dem Let's Play hier ja, vermeiden. Ab in die nächste Ebene. Hier ist, glaube ich, nichts mehr zu holen für uns, oder? Ja, vielleicht noch hier ein paar Trash-Mob und die paar Prozent, aber ich glaube, das ist immer schneller, wenn wir hier unten leveln. Ja. Ach, hängen geblieben.
So, jetzt ziehen wir hier ihr den Ring aus. Ich glaube, der war höher. So, Inventar sollten wir auch aufmachen. Machen wir hier zuerst den voll. Ich glaube, ich sollte die 90% nicht versuchen. Ach, ja, letzte Folge sind ja 90% ja auch wieder gefehlt, ne? So, zack. Ich kehre in die Stadt zurück. Achso, wir kriegen gleich noch Level up. So, dann, ja, noch einmal können wir das laufen und dann müssen wir, glaube ich, schon hochstellen, die nächste Stufe. Ja, das ist super ätzend, ne? Mit dem Gift und dann noch mit den Dickies, die da explodieren. Hm, schafft man das noch? Na, es ist down. Okay, dann klären wir hier erstmal kurz. Es sollte gleich wieder ready sein. Weiter. Ach, hier ist die Sackgasse. Also ein Sackgassenraum. Ich dachte, hier komme ich durch, aber nee, kommt man nicht durch. Ja, das Bolzen ist halt super ätzend, ne? Ah, ist hier sogar eine Elite. Oh, nice. Oh, der war C. Also die Frage, ob wir nach unten laufen oder eher nach Westen. Ja, ich würde jetzt erstmal hier runterschauen. Im Zweifel laufen wir halt ein Stück zurück und laufen dann halt nach Westen. Okay, war doch meine Intention war richtig. So. Nächste Zone. Ah, wieder hier so. Vorne.
eine Elite wäre nicht schlecht, ne? Ja, dann eher hier runter, mal hier lang. Vielleicht müssen wir doch eher nach Norden. Schauen wir mal. Oh, der spawnt hier auch permanent irgendwelche Leute nach. Ah, hier hätten wir lang müssen. Ja, der Kasse. Mal den Schild will ich gleich aktivieren für uns. Und dann können wir hier drin stehen bleiben, können wir Damage machen, die drei am Ende die drei Elite-Packs hier wegklopfen. So. Ist die Sackgasse? Okay, dann in die Richtung. Den Schreineffekt haben wir noch mitgenommen. Nochmal ein kleiner Damage Boost hier für den Rift Guardian. Nehmen wir natürlich gerne und dankbar an mit. So. Hier waren wir schon auf 91. Ich glaube, wir haben hochgestellt, ne? Da haben wir vergessen hochzustellen. Vergessen hochzustellen. Das heißt, wir müssen einmal. Okay. Wir mussten einmal 80 drücken. Ich muss zurückkehren. Okay, haben wir Luck gehabt. 8 Level und hier waren es 7, also 15 noch dreimal. Ja, ich werde gleich hier Splitter raushauen. Vielleicht findet ihr dafür ja einen. Ich bin überlastet. Irgendwann einmal. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen. Ein Schnäppchen. Man kann nicht immer gewinnen. Das kann ich mir nicht leisten. So, dann sind wir da schon wieder blank. Das ist gut. Können wir wieder neue Sachen sammeln. Obwohl der Reward von. Ja, Kalandra jetzt nicht so geil war. Keine Ahnung, wie viele Helme wir jetzt schon versucht haben zu bekommen. Ja, so, das vergesse ich aber nicht hochzustellen. Ja, hier oben ist die Sackgasse. Können wir gleich hier lang laufen. Hier oben was? Ja, hier oben sogar eine Elite.
Oh, die Laser habe ich gar nicht gesehen. Dass die Laser spawnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Es kann sein, dass wir im Kreis laufen und dann auch zum Ausgang kommen. Ja, nicht drin stehen bleiben. Ah, das wird gerade wegteleportiert. Sack. Unglaublich. So, was haben wir? Ja, theoretisch bitte mal. Okay. Also diesmal laufen wir hier den langen Weg von der Map. Ja, ich versuche immer hier ein bisschen. Ja, hier ist der Ausgang. Okay. So, nur zur Sicherheit hier die letzte Zone ein bisschen besser klären. Wir sind relativ hoch wieder vom Stufenlimit. Ja, wir laufen hier noch stabil, ne? Aber falls hier doch mal Probleme gibt, dann könnten wir fliehen. Wir werden nicht gleich hinterrücks von der anderen, von den alten Mods dann quasi noch erstochen oder erschlagen. Einfach ein bisschen um Sicherheit, für Sicherheit zu sorgen. Gerade im Hardcore, ne? Also Leute, denkt immer dran, ne? Ah, ist doch ein Schrein. Ja, Schild ist halt super spoken, ne? Also 30 Sekunden unverwundbar. Du bleibst einfach daneben stehen, der haut auf dich ein, aber keine Auswirkung. Man darf es halt nur nicht zu lange übertreiben, weil das Schild ist irgendwann weg und wenn man dann aber trotzdem weiter stehen bleibt, dann wird man doch gehittet und dann kann das auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. So, holen wir uns noch schnell ihre Ringe. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Wir machen hier die 95 safe. Und hier auch die 95. So, dann sind beide gleich stark. Dann tun wir uns dann hier leichter, wenn wir... Wir laufen jetzt dann wieder 5 Stufen höher. Und wenn wir dann die 2 Runs durch haben, haben wir dann quasi die Mission erfüllt. Würde ich mal sagen, Begleiter. Und dann heißt es noch ein bisschen Fun haben, ne? So.
Oh, Flechtring. Wir können auf jeden Fall Flechtringe gebrauchen. Unser Money geht wieder ein bisschen ans Ende. Wir zahlen ja auch, glaube ich, 80 Mio. Ich glaube sogar die 100er kostet sogar 96. Dann müssen wir zweimal laufen, sind auch 111, ne? Ah, ungünstig hier wieder die Feuerdudes. Und dann auch noch die Seelenräuber. Ja, hätte ich gerne auf jeden Fall schnell die nächste Ebene, bin ich ehrlich. Ah, hier ist Elite. Okay, nice. Die Feuerdudes. Oh, das wird eine harte Ecke hier. Schauen wir mal, wie gut wir hier durchkommen. Ich würde gerne hier noch schauen, ob hier oben irgendwo eine Elite rumeiert. Am meisten ist das dann hier. Hier ist Sackgasse. Okay, hier ist nichts. Schauen wir mal hier runter. Ja, okay, wirkt jetzt nicht so, als wäre hier super viel. Oh, wir müssen aufpassen, die Ding ist down. Wirkt jetzt nicht so, als wäre hier irgendwo ein Elite zufällig noch am Rande rumgestanden. Ja. Und dann können wir auch gleich nachdem hier die Zone verlassen, was mir das auf jeden Fall sehr entgegenkommt. Hier auf jeden Fall. Hier ist keine Elite. Wenn wir hier das Elite kurz klatschen, dann können wir hier schon in die nächste Zone. Ah, jetzt kommen wir nicht dorthin. Dieser geplatzt. Raus. War auch keine geile Zone. Ja, der Run ist nicht so optimal, aber wir sind nicht behind. Wir haben relativ viele Elite doch noch getroffen am Ende. Aber bei so einem bescheidenen Run kann es auch schnell mal passieren, dass man behind ist. Und dann geht man vielleicht ein unnötiges Risiko ein, einfach nur um die Zeit zu schaffen.
waren zwei Elite-Packs. So, die lebt. Das heißt, wir aktivieren. Nice. Das ist gut geklärt. Ja, ich würde auch gleich weiterlaufen hier. Ja, ist die Frage, ob rauf oder runter. Eher runter wahrscheinlich, oder? Nee, diesmal rauf, okay. Ist hier noch irgendwer? Ja, es wirkt jetzt nicht so, als wäre hier noch so ein geiles Elite versteckt. Hier schon Sender? Nee, noch nicht. Aber hier glaube ich, ja. Es geht sich aus mit, dass wir hier nach dem Ding gleich den Rift Guardian sehen. Aber okay. Oh, hier ist noch einer von den Ads. Oh, hat er sie jetzt gegen geheilt? So, jetzt haben wir ihn aber. Hier oben ist die Sackgasse. Aber theoretisch, wenn wir die klatschen. So, ja. Ja, da beide Steine jetzt gleich hoch sind, reicht es, wenn wir einen rausnehmen. So, und damit ist schon mal 50% von der Mission erfüllt. Nice. Klack, weg, weg. So. Ja, leveln hätten wir können. Den auch nochmal, keine Ahnung, 2.000-3.000 Damage mehr, na. Wenn wir schon haben, können wir die Level auch investieren, na also. Ja.
Ja, ich will irgendwie die Spawner ausschalten, aber es gelingt mir irgendwie nur so mittel, würde ich mal behaupten. Oben sind auch wieder noch drei. Okay, gehen wir mal weiter. Schild, Schild ist gut. Schnell, bevor sie down ist. Er gehört hier noch zu dem Elite-Pack. Ja. Ja, von den Ads bekommt man dann meistens auch noch mal eine Kugel extra. Deswegen immer versuchen, wenn dann das komplette Pack zu clearen. Tür aufmachen, hier durchlaufen. Das ist schon nervig, das ganze Damage, was auf einen einprasselt. Hier ist eine schöne Engstelle, laufen sie gerade alle rein. Versuchen wir wenigstens hier ein bisschen abzufarmen. Ja, sind ganz gut da reingelaufen. Wir konnten sie echt nice abfarmen. So, versuchen wir hier die zu sammeln. Ja. Sind die Schildschlangen. Der spawnt hier immer noch weiter irgendwelche Mobs. Ich glaube, wir haben alle. Ja. Sichern wir hier nochmal die Plattform. Weil es sind ja zum Glück nicht viele mehr hier, die übrig sind. Raus. Hier wird man gestunt von dem Eis. Ja, den würde ich gerne auf jeden Fall mitnehmen schon mal. Einfach damit wir hier Damage raushauen, schon mal in der Zeit. Ja, rauslaufen. Ja, die Blitze sind halt auch geiler AOE-Damage. Weil sie so viele Targets treffen.
Okay, dann. Ja, ich versuche immer dann Damage zu machen, wenn er nicht das Schild hat. Okay, haben wir geschafft. Ach, hier ist der andere. Oh, hier gleich die nächsten, sehr gut. Ja, ein paar von den Oranges versuche ich jetzt hier gleich wegzunehmen, damit die nicht die ganze Zeit auf mein Schild drauf ballern. Damage erhöhen. Nice. Sehr gut, dann haben wir hier Damage Boost für den Boss. Ja, nice. Herrlich. So, dann den letzten Ring bitte. Ich kehre in die Stadt zurück. So, dann haben wir unsere kleine Mini-Challenge jetzt, würde ich sagen, geschafft. Wir haben, also, ja. Ja, wir haben jetzt hier alle beide Juwelen auf Max aufgewertet. Haben sie so gut wie möglich angezogen, klar. Uralte Items wären natürlich noch geiler. Und wer wirklich Zeit hat und noch mehr machen möchte, kann hier natürlich hier uralte Items anziehen. Kann dann auf diese uralten Items dann noch Sachen drauf craften, so wie wir das auf unserer Ausrüstung hier machen. Ne? Hier craften wir ja auch unseren Mainstead drauf. Wäre sogar fast interessant, das Ding aufzuheben, aber... Ich denke, wir haben das ganz gut gemacht. Hier mit der Begleiterin. Wir haben da eine gute Wahl getroffen, oder... Ja. Das war halt so meine Präferenz, mal was anderes zu machen als sonst immer. Aha, sie hat hier schon wieder die Sachen nicht. Naja, jetzt... Ja, manchmal funktioniert das und nicht. Manchmal sind die Sachen aktiv oder auch nicht aktiv. Interessant. Gut, da ich sehe, wir haben ja echt noch einiges Zeit in dieser Folge, würde ich hier einfach sagen, wir hauen einfach noch ein paar Ringe rein. Wir brauchen eh ein bisschen Kohle. Wir haben sogar noch 3 Schlüssel übrig. Aber ich würde jetzt hier einfach zur Feier des Tages hier noch ein paar Flechtringe verlaufen. Wir brauchen eh ein bisschen Money wieder auf der Bank. Wir haben jetzt wieder einige Millionen rausgeschmissen. Also rausgeschmissen ist vielleicht das falsche Wort. Investiert. Und ja, ist sicher nicht schlecht, wenn man jetzt hier wieder hergeht und versucht, ein bisschen von unserem Money zurückzubekommen. Gut, haben wir hier alles. Nächster Raum. Und dafür sammle ich ja, oder dafür sammelt man ja auch die Flechtringe, dass man, wenn man wieder ein bisschen vom Money low droppt, einfach nachlegen kann. Würde ich auch jedem empfehlen. Einfach, wenn man nicht in Not ist, einfach ein paar Flechtringe auf hohe Kante haben. Damit man, falls man mal ein bisschen Money oder
was auch immer braucht. Auch zum Leveln sind die ganz nice, ne? Also wenn man mal gestorben ist, legt man die Armschienen an, da wo man für Gold EP bekommt. Und quasi man gibt dann einen Flechtring gibt man dann an jemanden ab, der das laufen kann auf 16. Oder ich glaube man kann unter Level 70 nur auf Level 6 laufen, aber dann, ja, gibt mal in der Gruppe, im Freund, wem auch immer, gibt man das. Der läuft für einen das Portal und man selber sammelt nur über die Armschienen Erfahrungspunkte. So, wir schießen jetzt hier den Dude. Ja, er macht seine Attack. Macht er seine Blanch Attack. Ja, diese Attacke wollen wir schießen. Zack. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Ja. Der Boss Gear hat hinten in seinem Rucksack, hier hinten sieht man es ganz leicht, hat er 5 bis 6 Goblins drin. Und wenn man quasi relativ safe ist und man ja ihn schießen kann, würde ich ihn schießen. In der Gruppe ist das nicht so geil möglich, aber alleine auf jeden Fall. Und dann schießt man hier seine Goblins raus. So, das war glaube ich der dritte, ne? Also sollte er noch 2, 3 haben, je nachdem. Ist immer glaube ich ein bisschen random, wie viele er wirklich dann dran hat. Das hat gereicht. Er muss gegen eine Wand laufen, immer mit dieser Attack, mit seiner RAM-Attacke muss er gegen eine Wand laufen. Und wenn er hier in der Mitte ist, dann versuche ich hier an den Rand zu laufen, damit er hier rüber gechießt wird. Aufpassen vor seinem Hammerschlag. Ja, jetzt ist er getriggert. So. Ja, theoretisch höre ich noch einen Goblin. Das heißt, ein Goblin sollte noch bei ihm im Ding sein. Ja, seht. Selbst mit unseren guten Werten macht er hier mit seinem Hammerschlag richtig Aua. Ja, das reicht. Na, ist doch gereicht. Manchmal ist das zu weit weg, dann reicht das nicht. Dann macht er nochmal eine zweite Charge-Attacke. So, wenn er am Rand ist, versuche ich ihn, dass er hier in die Mitte gecheased wird und hier dagegen läuft, je nachdem. Naja, theoretisch ist, glaube ich, noch einer drin. Er ist nicht gegengelaufen. Das meine ich, da war die Range zu groß, da ist er nicht dagegen gelaufen. Ist dann kein Goblin rausgefallen. Die Kisten machen auch richtig, können richtig böse Aua machen. Ja, hier ist er. Jetzt hat es gereicht von der Range. Ja, theoretisch ist jetzt nichts mehr drin. Ja, sein Beutel ist hinten leer. Das heißt, wir können ihn finishen. Und ja, im Solo kann man ihn ganz gut schießen. Da kann man dann versuchen, seine Goblins hinten rauszuholen. Aber ich würde das dann nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Wenn man das Gefühl hat, es ist nicht so safe oder es fühlt sich nicht so geil an, dann lieber ihn killen. Und nicht alle Goblins hat man dann, okay. Aber sterben ist halt ja eher die schlechte Option, ne? Dann bringt dem auch die Money nichts, die man da rausbekommt. Und ich muss auch sagen, ich bin auch schon mal gestorben, ne? Ich habe das dann auch zu sehr gecheased. Ja, und dann hat, also den nächsten Ring könnten wir reinhauen. Den uralten würde ich noch aufbewahren. Ja.
Ja, man muss warten, bis das Portal zu ist und jetzt kann man erst das neue Portal starten. Schauen wir mal, ob wir alle Geldsäcke eingesammelt haben. Ja, schaut so aus. Also einsammeln meine ich zerstört. Erst wenn die Golddinger zerstört sind, lassen die auch das Gold dann fallen. Und dann fällt aus diesem ja, Goldhaufen auch wirklich das Gold dann raus. Oh, Blutgoblin ist natürlich sehr lecker. Hier ist glaube ich noch mehr. Oh, nice. Das heißt, wir gehen kurz in die City. Die Splitter ausgeben. Ja, zwei Blutgoblins, die bringen schon ganz gut, ja, Blutsplitter. Aber unser Glück bleibt, glaube ich, eher bescheiden bei Helm. Ja, okay, wir haben zwar zwei Helme, mal schauen, ob die gut sind. Ja, nicht uraltes, auch nicht uraltes, ja. Wollt ihr sehen, was ihr bekommt? Kommt bald wieder. Oh, das gefällt mir. Kann ich es zurückhaben? Ja. Da werde ich gleich wieder einsammeln. Richtig Blutsplitter, dann ja, machen wir uns lieber nochmal leer. Theoretisch könnte ja noch ein Blutgoblin kommen. Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht mehr so hoch. Es gibt immer so 1 bis 3 Goblins, die bei einem normalen Rift quasi sein können. Und normal heißt hier nicht uralt. Also einen normalen Ring. Wenn du einen uralten Ring hast, dann ist das im Prinzip auch die gleiche Chance. Plus, man hat dann noch einmal so eine zusätzliche Chance, dass in diesem, ja, in diesem Loot, hier in dem Reich der Schätze, dass du dann so ein Goblin. So, und damit zurück. Leider, wie ich zum Gear reingekommen bin, hat sich das Spiel aufgehangen. Und. Der Worst Case ist passiert, Leute, leider. Er hat uns wirklich weggeklatscht. Wir, ja. Weiß jetzt nicht, ob ich noch hier irgendwie Statistiken mir anschauen kann. Ja, würde ihn einfach, er war super treu. Würde ich den Booster mit 981 Paragon. Ja. Safen und wie ihr seht, wir wurden wirklich vom Gear getötet. In dem Moment, wie er gespawnt ist, ist das Spiel abgestürzt und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Ja, traurig, 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 aber so ist das Leben halt im Hardcore. Ich würde jetzt hier mal, ja, können wir den Mage auswählen und einfach mal ins Spiel starten, dann ja, haben wir jetzt zwar einen traurigen Abschluss und ja, unser Begleiter ist natürlich auch tot, den wir echt jetzt ein paar Folgen aufgepäppelt haben. Ja, alles weg natürlich, außer das, was wir in der Kiste haben. Ja, diese Items sind natürlich da, unsere Kohle ist da. Und ja, wie gesagt, auch im Hardcore ist das natürlich immer eine, ja, eine sehr bittere Pille, sage ich mal. Ja, wir könnten jetzt hergehen. Ja, hier ist alles weg natürlich, ne, weil, also ja, wir haben ja Demon Hunter gespeichert.
Wir müssten jetzt hier auf unsere Backups zurückgreifen, unseren Char hochleveln. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich nehme hier das Item, das ist ja hier von unserem Speed-Build. Hier ist das archarische Item. Wir zerlegen das. Ist jetzt super bitter, dass die Season für uns so endet. Ja, die Punkte lassen wir. Und aber wir haben jetzt soweit alles vorbereitet. Wir haben das Versöhnliche. Wir haben jetzt hier das geschafft. Wir haben jetzt theoretisch den Altar freigeschaltet. Und wir können das letzte Siegel entsperren. Das war ja das große Ziel in diesem Let's Play. Den Altar freizuspielen. Die Seasonreise abzuschließen. Oben sehen wir das, die Seasonreise ist abgeschlossen. Wir haben den Altar freigespielt. Leider jetzt sehr traurig. Ich weiß gar nicht, welche Flügel man bekommen hat. Da war das ein Ding. Aber ich glaube, man hat doch ein Ding bekommen, oder? Ich dachte, man ja, aber den Altar haben wir freigespielt. Wir haben quasi alle Ziele erreicht, die wir erreichen wollten in der Season. Jetzt super bitter, natürlich für mich ein bisschen, weil ihr habt es gesehen, wir haben über 80 Stunden Gameplay. Und davon waren gerade am Anfang der Season, habe ich ja viel auch noch offscreen gefarmt. Die ganzen Bounties und gewisse andere Sachen. Wir haben gerade den Begleiter fertig bekommen. Aber ich glaube, man bekommt den. Ich weiß nicht. Ich glaube, man bekommt den oder den Flügel. Ja, Wings habe ich nicht sehr viele gesammelt, muss ich ehrlich zugeben. Ich, wie gesagt, in den meisten Seasons war ich nicht aktiv. Oder in vielen Seasons nicht. Begleiter habe ich einige mir noch erfarmt. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob man diese Flügel bekommt. Man bekommt auf jeden Fall noch einen Reward, wenn man den Altar schafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Das Let's Play war okay. Ja, für mich jetzt ein bisschen traurig, dass hier die Season vorbei ist, aber es ist okay. Es ist Freitag. Wir starten ins Wochenende. Ich werde mir was Geiles überlegen. Und am Montag dann für euch ein neues Let's Play raussuchen, was wir dann wieder gemeinsam hier auf dem Kanal zocken können. Ich möchte noch ein Wort zu Diablo 4 loswerden. Ich hoffe, dass Blizzard das schafft, wirklich ein geiles Spiel zu kreieren, wo die Leute gehypt sind, wo die Leute Spaß dran haben. Ich hoffe, dass sie das mit dem Season-Content hinbekommen, auch den, was sie angekündigt haben, den regelmäßigen Content. Ich hoffe, dass sie das schaffen, dass für die Community ein geiles Spiel dabei rauskommt. Ich verstehe, wenn die nächsten Diablo 3 jetzt nicht mehr dann die Priorität Number 1 hat, ja, dass die Ressourcen natürlich in Diablo 4 reinfließen. Ist klar oder ist logisch, würde, glaube ich, jeder andere auch so machen. Und von dem her danke ich allen fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Ich hoffe, dass Blizzard auch ihre bedenklichen Sachen, die sie halt in den letzten Jahren auch gemacht haben, ein bisschen zurückschrauben können, wieder mehr für die Gamer da ist, für uns alle quasi, und auch die, sage ich mal, die disziplinarischen Maßnahmen, die es so gab, dass die aufgearbeitet werden, so aufgearbeitet werden, dass halt auch die Betroffenen zu ihrem Recht kommen, und
das ja für alle ein gutes, ja, für alle gut ist, ne? Nicht nur für die Chefs oder die Leute, die da in irgendwelchen Machtpositionen sind. Und auch natürlich für uns Gamer, geiles Spiel, dass man auch wieder sagen kann, hey, es ist von Blizzard, von Activision Blizzard, geiles Game. Ja, das nur so zur Einordnung. Leider wirklich super traurig, dass es jetzt so enden muss, dass, oder muss. Ich würde das dann hier beenden. Wir haben unsere zwei großen Ziele erreicht. Und ja, man könnte jetzt noch einen neuen Char hochziehen, nochmal irgendwie farmen gehen. Aber ich denke, wir belassen es dabei. Ich werde mir was Nettes überlegen und am Montag gibt es dann ein neues Let's Play hier auf dem Kanal. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann vielleicht wiederzusehen. Und danke allen erstmal fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Servus.